Ihr Auftrag? Gewaltige Mengen wertvoller Fracht sicher ans Ziel zu bringen. Moderne Ozeanriesen sind wahre Giganten der Meere. Wunder der Technik, die Kapitäne und Mannschaften vor extreme Herausforderungen stellen. Sie verbinden die wichtigsten Schaltstellen des Welthandels als rastlose Gäste, denn ihre Heimat ist das Meer. Sie gehört zur modernsten und größten Klasse der Containerschiffe. Zu mächtig, um den Panama-Kanal zu befahren, werden Frachter ihrer Art als Post-Panamax bezeichnet. Als Kriegsschiff wäre sie einem Flugzeugträger vergleichbar mit einer Besatzung von vielen tausend Mann. Doch die Atlanta besitzt eine Crew von nur 22 Seeleuten. Das Rückgrat bildet eine Handvoll Matrosen, deren Aufgabe es ist, das Schiff jederzeit vorbildlich in Schuss zu halten. 5 Ingenieure sind für die Aggregate sowie für die Maschinenräume und die Ruderanlage zuständig. Ein Team von 4 Offizieren teilt sich die Wache rund um die Uhr. Assistenzoffiziere gehen Brückendienst und sind für die Wetterbeobachtung verantwortlich. Der 2. Offizier Law ist Chefnavigator und Kommunikationsoffizier. Erster Offizier ist Mr. Jonathan. Sein Zuständigkeitsbereich: Personalverwaltung, Dienstpläne und die Leitung der Ladearbeiten. Als Kapitän steht ein erfahrener Seebär auf der Brücke. Starboard 10. Roger Llewellyn ist buchstäblich ein Mann mit Salzwasser in den Adern, der mit den Jahren bemerkenswerte Schlafgewohnheiten entwickelt hat. Wir schlafen immer mit einem offenen Auge, um jederzeit sehr schnell nach oben zu können. Nach oben bedeutet auf die Brücke, den Ort, an dem der Alte in den letzten 30 Jahren den größten Teil seines Lebens verbracht hat. Auf allen Weltmeeren zu Hause kennt er jedes Land entlang der Küsten. Die Atlanta ist unterwegs in der Straße von Malakka mit Kurs von Port Kelang in Malaysia nach Singapur. Von dort geht die Reise nordwärts nach Hongkong. Der Zeitplan ist eng und die Route dicht befahren. Der Verkehr ist dicht und die wenigsten halten sich an die Regeln. Sie reagieren einfach nicht. Man muss die Augen überall zugleich haben und auf alles aufpassen, was sich bewegt. Besonders auf die Kleinen. Der will noch vor unserem Bug vorbei. Wenn das Signalhorn der Atlanta ertönt, gibt man ihr besser den Weg frei. Die Dimensionen des Ozeanriesen sind atemberaubend. Von Bug bis Heck besitzt das Schiff eine Länge von 323 Metern. Auf den Bug gestellt würde es den Eiffelturm überragen. Die Fläche des Oberdecks ist größer als 2 Fußballfelder. Voll beladen wiegt die Atlanta mehr als 300 Jumbojets. Auf ihrer normalen Route transportiert die Riesenlady im 42-Tage-Takt Fracht von Südostasien zur Westküste von Nordamerika und zurück. These ocean giants make the earth very small. Unsere Schiffe lassen die Welt zu einem Dorf zusammenschrumpfen. Eben waren wir noch im Osten und im Nu sind wir wieder im Westen. Dabei pumpen wir ständig Waren in Umlauf. Ausnahmeschiffe wie die Atlanta tragen dazu bei, die globalen Wirtschaftsströme im Takt zu halten. Mehr als die Hälfte aller Güter reist in Containern. Weltweit werden jährlich 20 Millionen Blechkisten bewegt, insgesamt 300 Millionen Mal. Das entspricht einer Nutzlast im Wert von annähernd 5 Billionen US-Dollar. Die Atlanta muss pünktlich sein, auch wenn sie voll beladen ist. Das Schiff fährt Tausende von Seemeilen, genau nach Plan, und kommt pünktlich an. Singapur ist Stapelplatz für Container aus der gesamten Region. Viele von ihnen sind für die Atlanta bestimmt.
Die Wege der Ladung werden strategisch genau geplant. Eine Kette von Entscheidungen, in der ein schwaches Glied Verspätung der Fracht bedeuten kann. Im schlimmsten Fall droht Verlust. Entscheidend ist, die Ware muss am Hafen sein, wenn die Atlanta festmacht. Zwei besondere Posten für den Frachter sind bereits seit mehreren tausend Kilometern auf dem Weg. Der eine ist wertvoll und zerbrechlich. Es handelt sich um eine Lieferung von 999 Kisten Wein aus den besten Anbaugebieten Südaustraliens. Der andere ist ebenfalls für Feinschmecker bestimmt, doch leicht verderblich. Ein Container mit saftigen Garnelen. Wein und Garnelen sind für Geschäft und Restaurants in Hongkong bestimmt. Beide müssen mit Vorsicht und unter ständiger Kontrolle transportiert werden. Atlanta, hier Hafen Singapur. Bitte nennen Sie Ihren letzten Aufenthalt. Noch weniger als 24 Stunden bis Singapur. Doch es gibt Probleme. Hier spricht der Kapitän. Die Papiere sind Ihnen heute früh beim Auslaufen von Port Kilang zugegangen. Wir haben sie nicht bekommen. Die Regeln in den Häfen sind streng. Ich geb's auf. Ohne korrekte Papiere darf kein Schiff die Gewässer eines Landes befahren. Dritter Mart, behalten Sie ihn dran. Sagen Sie ihm, ich schicke die Papiere von Port Kilang. Okay, kein Problem. Der Kapitän muss den Zeitplan einhalten. In Singapur warten 2200 Container auf den Frachter und er muss punktgenau zur Stelle sein. Mit Höchstgeschwindigkeit durchpflügt das Megaschiff die See. Giganten wie die Atlanta dienen nur einem Zweck. Sie müssen Fracht transportieren. Nach internationaler Norm gibt es 20 und 40 Fußcontainer. Die Atlanta kann mehr als 8000 20 Fußcontainer an Bord nehmen. Das sind unsere Laststangen, Spannvorrichtungen im 20-Fuß-Maß. Wir können 20er oder 40er an Bord nehmen, doch man braucht für beide Laschgeschirr, um sie längs Schiff festzumachen. Noch ist das Schiff nicht voll ausgelastet. Nach jedem Hafen kontrolliert der Kapitän den korrekten Zustand der Blechkisten. Wo wir jetzt stehen, sind wir 13,5 Meter unter der Wasserlinie. Hier unten lagern 9 Container übereinander und auf dem Deck stehen noch einmal 6 bis 8. Wir stapeln also, grob gesagt, 17 übereinander. Von ganz unten, 13 Meter unter Wasser, bis nach ganz oben erreicht der Stapel eine Höhe von 44 Meter. Auf dem Festland ist das die Höhe eines 10-stöckigen Hochhauses. Nebeneinander gereiht erreichen die Kisten eine Länge größer als die Distanz des historischen Marathon, fast 50 Kilometer. Vor 40 Jahren war alles anders. Produkte wie Wein transportierte man damals in einfachen Holzkisten. Waren, die Kühlung nötig haben, wurden in Spezialschiffen verschickt. Der Amerikaner Malcolm McLean hatte in den späten 1950er Jahren den Einfall, der den Welthandel revolutionierte. Indem alle Güter in gleich gebaute und in der Größe genormte Einheiten verstaut wurden, konnte man sie unkompliziert überall hin transportieren. Auf der Straße, auf Schienen oder zu Schiff auf Wasserwegen. Die Zahl der Container nahm rasant zu. Zugleich wuchsen die Bedeutung und die Größe der Schiffe, die sie transportieren konnten. Die Atlanta wurde als einer von 12 Frachtern der SX-Klasse in Korea auf der Samsung-Werft gebaut. Mehr als 8000 Arbeiter waren damit 9 Monate beschäftigt. Sie fährt unter der Flagge der OOCL-Reederei, die ihre Zentrale in Hongkong unterhält. Bei Auftragsunterzeichnung war die Atlanta das größte jemals geplante Frachtschiff. Die neu entwickelte Stahlspannkonstruktion verringerte das Eigengewicht. In Verbindung mit einem ebenfalls neuen Rumpfdesign erhielt die SX-Klasse ihre außerordentliche Ladekapazität.
Was sich hier die gesamte Schiffsseite entlang zieht, ist eine wichtige Verstärkung für die Belastungsfähigkeit. Durch die großen Öffnungen arbeitet der Rumpf sehr stark und biegt sich. Der Stolz des Kapitäns ist der Maschinenraum. Unter Deck des Ozeanriesen arbeitet einer der größten Dieselmotoren der Welt. Ein mächtiges Monstrum mit 12 Zylindern und Turbolader. Das Aggregat füllt den 6 Stockwerke hohen Schiffsraum locker aus. 6 Stockwerke ausgefüllt mit geballter Kraft. Der Motor erreicht bei nur 104 Umdrehungen in der Minute die kaum vorstellbare Leistung von 93.000 Pferdestärken. Das entspricht der PS-Zahl von 700 durchschnittlichen Familienautos. Die gesamte Kraft des Giganten konzentriert sich auf eine Aufgabe: hohe Geschwindigkeit im Wasser. Der Ausnahmefrachter kann durchschnittlich 25 Seemeilen in der Stunde schaffen. Das reicht zum Wasserskilaufen, wenn man das gewaltige Kielwasser verkraftet. Auf hoher See schafft die Atlanta 570 Seemeilen pro Tag, mehr als 1000 Kilometer. Doch das hat seinen Preis. Das Schiff braucht sehr viel Treibstoff. Bei voller Leistung sind es 42 Tonnen am Tag. 10 Tonnen Dieselkraftstoff in einer Stunde, kein billiges Vergnügen. Doch auch wenn das Riesenschiff durstig ist, sein Motor ist ja noch umweltfreundlich. Auf sauberen Treibstoff legen die Ingenieure größten Wert. Eine Reihe von Filtern entfernt Verunreinigungen aus dem Öl, bevor es in einem Zwischentank aufgeheizt wird auf fast 54 Grad. Heißer Treibstoff und Gas ergeben eine explosive Mischung. Frachtraum 7, Frachtraum 7, Feueralarm. Nichts ist auf See gefürchteter als Feueralarm. Platz 1, bitte melden, wenn alle versammelt sind. Schiffsbrände können leicht zur Katastrophe führen. Ein kleiner Funke wird zum Feuerball, der Menschenleben und Ladungen vernichtet. Die Mannschaft muss darauf vorbereitet sein, augenblicklich zu handeln. Auf dem Meer ist man auf sich allein gestellt. Rettungsdienste wie an der Küste existieren nicht. Im Notfall verlassen wir uns auf unsere Ausbildung. Das Schlimmste ist ein Feuer. Im Notfall teilt der erste Offizier diese Satzung ein. Der Kapitän leitet den Einsatz. Wir gehen vor und untersuchen die Sache. Aye, aye. Also los. On deck, please. Untergang oder Überleben. Alles hängt von den richtigen Entscheidungen ab. Beide Gruppen startklar. Okay, ich starte jetzt die Pumpen. Die Mannschaft muss gut aufeinander eingespielt sein. Wenn die Pumpen anlaufen, baut sich großer Druck auf. 4000 Liter Meerwasser pro Minute schießen aus den Schläuchen gegen den Brandherd. Wir trainieren jeden Samstagnachmittag 2 Stunden lang. Wir üben den Einsatz überall an Bord. Vorne, in der Kombüse, in den Mannschaftsquartieren. Innerhalb von 3 Monaten sind wir überall einmal gewesen. 95% aller Brände betreffen den Maschinenraum. Die Mannschaft der Atlanta weiß, im Notfall hängt das Überleben von Schiff und Besatzung von ihrer Geschicklichkeit ab. Feuer im Maschinenraum ist für jeden Seemann der Albtraum. Mit Wasser ist ein solcher Brand nicht zu löschen. In einem Spezialraum lagern hunderte von Stahlflaschen voll CO2. Über spezielle Leitungsnetze kann das CO2 direkt in die Maschinenräume geleitet werden, um dem Feuer den Sauerstoff zu entziehen. Während die Übung läuft, hält der Superfrachter unbeirrt mit voller Kraft Kurs auf Singapur. Er liegt gut im Plan. Eine Verzögerung ist nicht vorgesehen. Dank ihrer modernen Schiffsschraube jagt die Atlanta mit Höchstgeschwindigkeit durch das Wasser. Aus Spezialmetall gefertigt, entwickelt der 85 Tonnen Koloss genügend Schubkraft, um das Schiff jede Stunde mehr als 46 Kilometer voranzutreiben.
Hinter der Schraube arbeitet das gewaltige Ruder. Es taucht fast 12 Meter tief in die See ein und ist so groß wie ein Doppeldeckerbus. Weil es so groß ist, will der Kapitän vermeiden, dass es zu lange eingeschlagen ist. Ein angewinkeltes Ruder bedeutet Widerstand im Wasser, der das Schiff verlangsamt. Man muss die Ruderbewegung minimal halten. Ich hab's gern unter 1 Grad beidseitig. Doch bei Seegang kommt man damit nicht aus. Ruhiges Meer und klare Sicht. Ideale Bedingungen, um geradlinig Kurs auf Singapur halten zu können. Geplante Ankunft 7 Uhr. Der zunehmende Schiffsverkehr ist ein sicheres Zeichen, dass sich die Atlanta dem Hafen nähert. Auf der Brücke herrscht gespannte Aufmerksamkeit. Ozeanriesen reagieren schwerfällig. Der Kapitän muss ständig bereit sein, schnelle und vorausschauende Entscheidungen zu treffen. Der hat die Pflicht, mir nicht in die Quere zu kommen. Und er bewegt sich einfach nicht. Jetzt fährt er außen herum. Er will an meinem Heck vorbei. Mit verminderter Fahrt schiebt sich der Riesenfrachter in den Hafen. Noch ist das Ziel nicht erreicht. Der Arbeitstag geht weiter, weil wir gleich wieder Fracht aufnehmen. Die Meerenge von Singapur liegt hinter uns und wir können ein bisschen aufatmen. Während die Atlanta einläuft, gerät die Arbeit für einen wichtigen Helfer hinter den Kulissen in die kritische Phase. Eric Lee ist Schiffsplaner. In der Zentrale in Hongkong ist er Herr über modernste Software zur Planung aller Ladevorgänge für den Ozeanriesen. Eric Lee muss die 8000 Containerstellplätze an Bord richtig auslasten und die Fracht rechtzeitig im Hafen bereitstellen. Fehleinschätzungen können teuer werden. Ganz schlimm wird es, wenn ein Schiff ohne Arbeit am Terminal warten muss. Am Terminal anlegen und dann warten. Das kostet uns viel. Für Kapitän Roger Llewellyn steht noch eine schwierige Aufgabe bevor. Im dichten Hafenverkehr muss er seinen Riesenfrachter sicher an den Liegeplatz bringen. Zeit, einen Fachmann einzuschalten, den Hafenlotsen. Wechselnde Gezeiten, Untiefen, Strömungen. Jeder Hafen besitzt seine eigenen Geheimnisse. Ein routiniertes Manöver bringt den Mann an Bord, der Singapur-Haber wie seine Westentasche kennt. Samil Nahir ist seit 20 Jahren im Dienst. Natürlich muss ich ihm vertrauen. Doch bis wir am Quay festgemacht haben, weiche ich nicht von seiner Seite. Am Ende der Reise wird es noch einmal eng. Viel steht beim Anlegemanöver auf dem Spiel. Wir fahren jetzt Schritttempo. Die Kommandostruktur ist streng geregelt und erfasst bis zu 12 Stationen. 10 Grad Steuerbord. Ich arbeite eng mit dem Kapitän zusammen. Er nutzt meine Erfahrung, um das Schiff sicher längsseits zu bringen. Schritt fahren. Kommt der Schlepper? Sea Labrador. Ein Schlepper wird rauskommen und am Heck festmachen. Backbord. Er besitzt 4000 PS, ein sehr starker Schlepper. Wir müssen das Schiff nach Steuerbord drehen und dann rückwärts an den Quay bringen. Maschine Stopp. Die Schiffsschraube steht. Im Schleichtempo bewegt sich der Frachter mit Hilfe des Schleppers weiter. Wir gehen Steuerbord längsseits. Verladebrücke. Sieht so aus, als wäre ein Ladekran unten. Könnten Sie das abklären? Okay, I see one of your crane is down. Can you check on the crane, please? Okay. Thank you.
Je größer das Schiff, desto enger ist die Lücke. Maschine, stopp. Okay, Labrador, volle Kraft voraus. Am Heck die 4000 PS starke Labrador. Vorne der über 3000 PS starke Elektromotor des Bugstrahlruders der Atlanta. Der Lotse kommandiert 7000 PS für ein Präzisionsmanöver im Zeitlupentempo. Er dirigiert den gewaltigen Rumpf in die richtige Lücke und wendet ihn fast auf der Stelle. Aus der Drehung folgt das seitliche Anlegen unter den Verladebrücken. Der Ozeanriese ist 323 Meter lang. Als Parkplatz stehen ihm im Hafen nur wenige Meter Kaimauer mehr zur Verfügung. Die springen, locker lassen. Das Zusammenspiel der Mannschaft läuft. Doch bei aller Routine, die Anspannung ist hoch. Die Vorspring anziehen. Zieh die Vorspring an. Noch 2 Meter. 2 Meter noch. Wir landen gleich auf der Straße. Auf den letzten Metern Millimeterarbeit. Okay, Position erreicht. Fest die Leinen. Eine glückliche Ankunft ist für Schiff und Hafen ein Erfolg. Für kurze Momente genießen der Kapitän und sein Lotse vollkommene Ruhe und Entspannung. Doch schon rücken Versorgungsfahrzeuge an und die Ladecrew beginnt mit der Arbeit. Singapur liegt mit 17% des weltweiten Containerumschlags vor Hongkong an der Spitze der großen Häfen. 2004 wurden im Hafen des Stadtstaates 20 Millionen Container umgeschlagen. Zum Vergleich, Hamburg liegt mit 8,1 Millionen Tonnen Jahresumsatz auf Platz 8 der Weltrangliste. 4 Verladebrücken beginnen gleichzeitig, die Container der Atlanta umzusetzen. Wie immer unter Zeitdruck. ...2200 Container müssen für die Atlanta verladen werden. Der Kapitän hofft, damit in weniger als 20 Stunden fertig zu sein. Die Pläne von Eric Lee werden auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Er muss jeden Arbeitsschritt voraussehen und jedem einzelnen Container seine Position auf dem Schiff zuweisen. Doppeltes Rangieren verschwendet Zeit und Geld. Für den nächsten Hafen bestimmte Behälter müssen ganz oben stehen, während ein Container, der nach Amerika geht, weiter unten in den Frachtraum gehört. Ein weiterer wichtiger Punkt, der Frachter muss während des Beladens im Gleichgewicht bleiben. Bei Schlagseite droht das Schiff im Ernstfall zu kentern. Der erste Offizier der Atlanta, Mr. Jonathan, ist auf der Brücke für das Trimmen des Ozeanriesen verantwortlich. Sein Computer prüft die Gewichtsverteilung und zeigt bei ungleichmäßiger Verteilung der Ladung Ausgleichsmöglichkeiten an. In der Tiefe des Schiffsrumpfes ruht eine Reihe untereinander vernetzter Ballasttanks. Durch Umverteilung des darin enthaltenen Seewassers kann der erste Offizier seinen Frachter im Gleichgewicht halten. Zusätzliche Tanks nehmen den Treibstoffvorrat auf. 7 Millionen Liter Diesel kann die Atlanta an Bord nehmen. Die Spritversorgung ist eine Sache für Spezialisten. Bunkerboote nennen Seeleute die schwimmenden Tankstellen der Häfen. In Singapur wird die Atlanta für die gesamte Rundreise von Asien bis Amerika aufgetankt. Eine Schlauchverbindung pumpt den Treibstoff direkt in die Tanks des Frachters. Mehr als 6 Stunden dauert es, 7000 Tonnen Dieselöl zu bunkern. Bei einem Preis von fast 280 US-Dollar pro Tonne kostet der Besuch der Tankstelle den Kapitän runde 2 Millionen Dollar. Der zweite Ingenieur nutzt die Gelegenheit, dass die Maschine steht, um das Innere der Kurbelgehäuse zu inspizieren. Es gehört zu den Vorteilen des Riesenmotors, dass der Mechaniker locker im Gehäuse stehen kann, um in aller Ruhe nach Verschleiß oder losen Schrauben Ausschau zu halten.
Wenn der Zylinder einen Durchmesser von fast einem Meter besitzt und der Kolben einen Hub von 24 Metern, ist die kleinste Abnutzung ein Risiko. Unter den 2200 Containern, die an Bord kommen, sind zwei, die ihre Reise vor 14 Tagen in Australien angetreten haben. Der Behälter mit dem neuen Chardonnay-Jahrgang muss schnell, doch mit Vorsicht verschifft werden. Die Kühlcontainer gelangen als letzte auf das Oberdeck. Die sogenannten Reefer enthalten verderbliche Ware. Die australischen Meeresfrüchte müssen während der gesamten Reise auf minus 17 Grad gekühlt sein. Der erste Offizier schließt sie persönlich ans Versorgungsnetz der Atlanta an, um die Kühlzellen mit Strom zu versorgen. Unterwegs wird die Mannschaft zweimal am Tag die Temperatur kontrollieren. Unter Deck hält die Crew nach ganz besonderen Gästen Ausschau. In jedem Hafen besteht Gefahr, dass blinde Passagiere an Bord kommen. Sie sind auf der Suche nach einem kostenlosen Ticket in eine bessere wirtschaftliche Zukunft. Einige versuchen nachts über die Halteleinen auf Deck zu gelangen. Manche entdecken die Männer in Containern. Blinde Passagiere sind als Sicherheitsrisiko für Schiff und Ladung gefürchtet. Auf der Brücke bereiten die Schiffsoffiziere den nächsten Abschnitt der Reise vor. Der zweite Offizier legt den Kurs fest. Ein kompliziertes Verfahren, bei dem sich traditionelle Navigation und neuzeitliche Software ergänzen. Zunächst zeichnet er den Kurs mit Hilfe von Rechenschieber und Kompass auf der Karte ein und überträgt dann die Daten auf den Computer. Spezielle Software gleicht seine Daten mit dem Satellitennavigationssystem und Radar ab. Das Ergebnis? Der Kapitän kann den Kurs ablesen und aufkommende Schiffe in Echtzeit erkennen. Das Besondere daran ist, ich kann sofort sehen, wo sich das Schiff befindet. Oft bin ich allein auf der Brücke, da muss ich wissen, wo wir sind. Ein Schiff von unserer Größe, da muss man die genaue Position kennen. Seit 22 Stunden ruht die Maschine. Die letzten der neuen Container sind an Bord und werden für die Fahrt nach Hongkong festgemacht. Die Matrosen verspannen jeden Behälter mit der darunter und der darüber gelagerten Reihe. Die Container sind in diesem System fest verankert. Kein Teil der Ladung, auch nicht der australische Wein, kann sich verlagern, wenn die Atlanta bei schwerem Wetter ins Rollen gerät. Zwei Stunden später als geplant, doch mit allen Containern sicher an Bord, ist der Superfrachter erneut zum Auslaufen bereit. Das Riesenschiff aus dem Hafen hinaus zu bugsieren, ist genauso schwierig wie das Einlaufen. Und wie immer gilt, die Uhr läuft mit. Im Hafen ist der Druck größer als auf hoher See. Wir müssen zu festen Zeiten da sein, die Pläne einhalten und es schaffen, pünktlich zu sein. All das macht den Stress größer. Midships. Erneut teilt sich der Kapitän das Kommando mit Samil Nahir, dem Lotsen. In den engen und dicht befahrenen Hafengewässern ist das Bugstrahlruder beim Rangieren eine wichtige Hilfe. Zunächst setzt der Lotse das Schiff zurück. Der Schlepper unterstützt das Ablegen und hilft, den Giganten mit dem Bug in die richtige Richtung zu bringen. Gut so. Langsam nimmt die Atlanta Fahrt auf mit Richtung auf das offene Meer. Der Lotse schickt sich an, von Bord zu gehen. Sieben weitere Schiffe warten heute noch auf ihn. Okay, danke, Gentlemen. Der Lotse verlässt das Schiff. Über die Davidsleiter erreicht Samil Nahir mit gewagtem Sprung das Absetzboot. Einen Ausrutscher darf er sich bei der Aktion nicht leisten. Kapitän Roger Llewellyn ist in Gedanken schon weit voraus.
Vor seinem Superfrachter liegt schwieriges Gewässer, in dem nicht nur Stürme auf Schiff und Mannschaft warten. Der Ozeanriese wird die 2500 Kilometer lange Route von Singapur nach Hongkong in 2,5 Tagen schaffen. Vorausgesetzt, alles läuft nach Plan. Auf dem Dienstplan stehen Aufklären sowie regelmäßige Wartungsarbeiten. Der erste Offizier hält die Besatzung auf Trab. Kapitän Roger Llewellyn unternimmt gemeinsam mit dem Ersten und einem Bootsmann seinen wöchentlichen Rundgang durch die Mannschaftsräume. Meistens findet er alles in bester Ordnung vor, doch er will zeigen, dass er auf seinem Schiff jedem Bereich seine Aufmerksamkeit schenkt. Für jeden Zentimeter des Ozeanriesen gilt die gleiche Sorgfalt. Ständig ist ein Teil der Besatzung mit Kontrollgängen beschäftigt. Besonderes Augenmerk richten die Ingenieure auf die 5 Generatoren an Bord. Jeder einzelne besitzt eine Kapazität von 3000 Kilowatt. Ohne sie würde das Schiff hilflos im Wasser treiben. Auch die Tiefkühlcontainer hängen am Strom. Zweimal täglich prüft die Crew die Temperatur. Die Qualität der Ware, wie die der australischen Meeresfrüchte zu erhalten, ist eine Vollzeitbeschäftigung. Auf dem Deck der Atlanta stapeln sich 700 Kühleinheiten. Der Ozeanriese ist von Wasser umgeben. Doch das ist kein Trinkwasser. Jeder Tropfen frisches Nass an Bord wird durch die eigene Aufbereitungsanlage aus dem Meer herausgefiltert und gereinigt. Die Entsalzungsanlage schafft pro Tag 30.000 Liter. Sie erfordert regelmäßige Reinigungsarbeiten. Salzrückstände müssen entfernt und die Filterplatten wieder eingebaut werden. Die Kombüse ist das Reich des Küchenchefs. Seine Kochkunst ist für die Harmonie an Bord von unschätzbarer Bedeutung. Er beschafft die Lebensmittel und bereitet sie zu. Sein Speiseplan muss 22 Männer aus verschiedenen Kulturkreisen zufriedenstellen. Bei so vielen Mahlzeiten, mindestens dreimal täglich, bleibt dem Allround-Talent kaum Zeit, um zwischendurch an Deck zu gehen und frische Luft zu schöpfen. Für den Kapitän und die Mannschaft ist es wichtig, regelmäßig gemeinsam zu essen. Das Gute ist, dass alle zusammenkommen und man die Leute spüren lässt, dass alle zum Team gehören. Ohne Teamgeist kann man das Leben hier draußen vergessen. Bereits in der kommenden Nacht wird die Mannschaft auf eine harte Probe gestellt. Die Atlanta durchquert ein gefährliches Seegebiet. Die Sicherheitsstufe an Bord wird erhöht. Das südchinesische Meer wimmelt von Schiffen aller möglichen Arten. Oft sind es kleine Fischerboote weit draußen vor der Küste. Doch nicht alle sind am Fischfang interessiert. Piraten kontrollieren die Gewässer auf der Suche nach lohnender Beute. 308 Grad voraus, Sir. Die Überfälle ereignen sich meistens in der Nacht. Die Räuber tauchen überraschend aus der Dunkelheit auf. Offiziellen Berichten zufolge werden jeden Monat 6 ernsthafte Zwischenfälle gemeldet. Dritter Mat, ich habe hier 2 verdächtige Objekte. Wir sind ein leichtes Ziel und Sie wissen das. Wenn Sie an Bord gelangen, sind Sie skrupellos. Sie töten für $1. Moderne Piraten tragen weder Augenklappen noch Dolche zwischen den Zähnen. Sie sind mit Schnellbooten und modernsten Waffen unterwegs. Hier Brücke. Ein Objekt bewegt sich mit 60 Kilometer Geschwindigkeit längs Backbord. Alle Mann auf Piratenstation. Hier spricht der Kapitän. Die Besatzung muss bereit sein, ihr Schiff zu verteidigen. Ziel der Seeräuber ist es, die Mannschaft zu entführen oder, was häufiger vorkommt, Geld und Wertsachen an Bord zu stehlen. Die Strategie der Piraten ist einfach. Sie versuchen, den toten Winkel unterm Heck des Schiffes zu erreichen, um von dort auf das niedrig gelegene Achterdeck zu klettern.
Ich fahre ein Ausweichmanöver. 420 Midships. Midships. Gelingt es dem Kapitän nicht, die Plünderer auszumanövrieren, bleibt als einzige Waffe die Wasserkanone. Die Verteidiger hoffen, die Angreifer ins Meer zu spülen, bevor sie sich an Bord festgesetzt haben. Zum Glück für die Crew endet der nächtliche Zwischenfall glimpflich. Und das Schnellboot war vielleicht doch nur ein Fischerboot, das den Weg der Atlanta kreuzte. Doch Gefahr besitzt unterschiedliche Gesichter. Gegen Morgen frischt der Wind auf und der Seegang nimmt zu. Tropische Unwetter sind in der Taifunzeit häufig und heftig. Auch für Ausnahmeschiffe wie die Atlanta ist das schwere Wetter ein Risiko. Der Kapitän kann ausweichen, Zeitverlust und höheren Treibstoffverbrauch in Kauf nehmen oder sich entscheiden, es mit dem Sturm aufzunehmen. Die Atlanta hält ihren Kurs. Die Besatzung muss ihre Arbeit bei jedem Wetter schaffen, auch wenn der Wind eine Geschwindigkeit von fast 120 Kilometer in der Stunde erreicht. Der Sturm könnte die Stromversorgung der Kühlanlage unterbrechen. Eine Katastrophe für die wertvolle Ladung australischer Garnelen. Doch noch funktionieren die Aggregate. Die Sicht ist durch das Unwetter stark eingeschränkt. Regen und Gischt behindern die Navigationsinstrumente. Böen erzeugen unlesbare Flecken auf dem Radarschirm. In der Gefahr muss die Crew der Atlanta manchmal fast blind navigieren. Doch Tropenstürme gehen ebenso schnell vorbei, wie sie gekommen sind. Der Instinkt des Kapitäns war richtig. Es hat sich gelohnt, die Risiken in Kauf zu nehmen. Die geringe Verzögerung muss der Frachter durch strikten Kurs und erhöhte Fahrt aufholen. Spätestens um Mitternacht wird die Atlanta in Hongkong erwartet. Andernfalls gerät der Zeitplan aus den Fugen. Für die Rundreise zwischen Ostasien und der Westküste Nordamerikas sind 42 Tage vorgesehen. Auch für einen der modernsten Containerriesen der Welt ist das eine große Leistung. In nur einem Jahr legt er 260.000 Kilometer zurück. Das sind fast zwei Drittel der Entfernung von der Erde zum Mond. 5 Meilen 313. Hi, Aisha. Der Einsatz aller Reserven hat sich gelohnt. Die Atlanta erreicht den Hafen von Hongkong vor Mitternacht. Zehn Grad Steuerbord. Nachts ist die Brücke nicht nur die Schaltzentrale des Schiffs, sondern buchstäblich auch sein Auge und Ohr. 350, 2 Meilen. Wenn der Radarschirm ein Schiff erfasst, erhält es eine Nummer. Leitstelle und Schiffsführer können seine Position im gesamten Überwachungsgebiet verfolgen. Das Radarleitsystem ist eine große Hilfe, wenn es darum geht, einen Ozeanriesen bei Nacht elegant und schnell in einen Megahafen zu navigieren. Die Besatzung findet kaum Gelegenheit, den Anblick der hell erleuchteten Skyline zu genießen. Für Roger Llewellyn und seine Crew herrscht der gleiche Druck wie in Singapur. Präzisionsmanöver auf engstem Raum sind nötig, um den Superfrachter an die Pier zu bugsieren. Kurz vor Mitternacht. Bis zu 100 große Schiffe laufen täglich den Hafen von Hongkong an. Die Atlanta ist heute das Schlusslicht. Kapitän und Lotse wird ein Meisterstück abverlangt. Jedes Jahr drängeln sich bis zu 22.000 Frachter unter den Verladekränen. Das bedeutet mehr als 20 Millionen Containerbewegungen in nur einem Jahr. Am Ende einer 17 Tage dauernden Reise haben zwei besondere Frachtgüter das Ziel erreicht. Der Kühlcontainer mit den Meeresfrüchten wird von Bord geholt. Kurz darauf folgt der Container mit 999 Kisten Wein. Beide landen in den Hafenspeichern.
Der entscheidende Moment. Die Garnelen sind nach der 2,5-wöchigen Reise durch die Tropen und über den Äquator eisgekühlt und frisch angekommen. Zeitgleich mit dem Entladen hat die Atlanta bereits neue Fracht für Amerika aufgenommen. Voll beladen zieht sie weiter. Auf der Brücke studieren der Kapitän und sein Navigationsoffizier die Karten für die lange Reise über den Pazifischen Ozean. Auch die 999 Weinkisten sind nach ihrer langen und gefährlichen Reise sicher und wohlbehalten am Ziel, pünktlich wie geordert. Pro Jahr transportiert die Atlanta mehr als 185.000 Container mit Waren im Schätzwert von über 4,5 Milliarden US-Dollar. Die Meeresfrüchte und der Wein aus Australien sind nur ein winziger Ausschnitt aus der vielfältigen Güterpalette, die der Ausnahmefrachter um den Globus transportiert. In 10 Tagen legt die Atlanta in Kalifornien an. Endlich hat die Crew Zeit auszuspannen und, mitten auf dem Meer, einen Grillabend zu genießen. Esst nicht alles auf. Lasst uns noch was übrig. Ein paar Jahre noch, dann will Kapitän Roger Llewellyn das Ruder aus der Hand geben. Er vertraut darauf, dass seine junge Besatzung die Riesenfrachter der Zukunft auch ohne ihn sicher steuern wird. Was mich zufrieden macht, ist zu wissen, dass die Jungs ein bisschen was von mir gelernt haben und hoffentlich selber einmal ein sicheres, glückliches und gut geführtes Schiff steuern werden.